Guten Morgen, wir haben Freitag. Ich habe das Mäuschen schon in den Kindergarten gebracht. Der Papa hat frei, eigentlich zum Lernen. Das macht er heute auch. Gestern hat er auch schon frei gehabt, da waren wir frühstücken. Ich mache jetzt Milenas Zimmer mal ein bisschen ordentlich ausmisten und so weiter, weil manchmal fliegt einfach alles rein, wie es halt so ist. Genau, ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Ihr habt euch gestern im Livestream gewünscht, dass ich mehr vlogge. Und ich habe heute Lust und deswegen mache ich das. Schaut mal, ich hatte ja davon schon ein Foto gepostet. Ich hatte einfach so ein Bügelbild bestellt gehabt für die Maus, aber da fehlt das S leider. Ist leider beim ersten Waschen direkt abgegangen. Irgendwie entweder habe ich es falsch gemacht oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das schade, weil ich sie eigentlich so in den Kindergarten schicken wollte. Und jetzt ist das halt ein bisschen doof. Ich habe es dann nämlich immer noch nicht berichtet. Ich weiß nicht, ob man es berichten muss, aber ich finde es halt natürlich schöner. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das berichtet habt, ob ihr es überhaupt berichtet habt. Und ob ihr es halt einfach gesagt habt oder euch irgendwas einfallen lassen habt, weil ich habe irgendwie keine Ahnung. Ja, so, ich räume jetzt hier mal noch das Regal auf. Und dann gucke ich gleich mal auf die Uhr, dann gucke ich mal, was Vika sagt, weil wir eigentlich frühstücken gehen wollten. Jetzt hat sie mir aber gestern geschrieben, es wird erst später. Und ich glaube, so lange halte ich das nicht aus ohne Frühstück. Ich möchte mir aber heute noch die Nägel machen lassen. Ich habe sie ja, wie ihr wisst, selber gemacht gehabt. Und habe dann aber so Probleme mit dem Rücken bekommen und saß dann halt wirklich so 3 Stunden oder so da dran und habe danach einfach nur Rückenschmerzen und war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann habe ich aufgehört. Ich habe auch aufgehört, weil meine Nägel schön lang waren, die Naturnägel, aber das sind sie leider nicht mehr. Also die haben nicht so gehalten, wie sie waren. Das war mir auch klar, aber ein Versuch war es trotzdem wert. Naja, jetzt mache ich sie auf jeden Fall heute mal. Wobei ich sagen muss, ich bin da echt geizig. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich habe in letzter Zeit, weil wir noch nicht wussten, klappt es mit dem Haus oder nicht, habe ich wirklich alles, was ging, auf die Seite gelegt. Und jetzt haben wir ja eben die Absage bekommen, habe ich euch ja erzählt im Cook and Talk. Setze ich euch gerne in die Infobox und verlinke es hier oben mal. ja, und von daher kann ich mir jetzt endlich mal wieder was gönnen. Und das mache ich dann auch. Na, wir haben eindeutig zu viele Spiele. Das hier ist Milenas Malordner, also alles, was sie so vom Kindergarten mitbringt. Am Anfang war das wirklich jeden Tag 1-2 Bilder. Und ja, den Ordner kram ich nicht immer raus. Manchmal lege ich die halt einfach daneben und jetzt muss ich die einordnen. Das ist voll süß. Das waren so die Krickel-Krackel-Bilder. Ich muss mal gucken, ob ich gleich mal ihr Monster finde. Das hat letztens so ein süßes Bild gemalt. Da ist es. So niedlich. So, ich habe gerade geschaut, ob jemand bezahlt hat, also Bestellungen von meinem Online-Shop, aber da ist nichts bezahlt. Das heißt, es kommt wahrscheinlich auch nichts mehr. Hä, wieso ist denn jetzt hier alles raus? Ah, nee. Weil am Wochenende kein Geld ankommt. Ich muss heute Abend nochmal gucken. Meistens kommt es Freitag noch später, aber ansonsten denke ich, habe ich Wochenende. Außer halt, man muss trotzdem die Anfragen beantworten und so weiter. Ich muss die Artikel gerade wieder neu reinstellen. Und mir halt die neuen Bestellungen aufschreiben. So schnell geht's. Ich habe mir gerade erst eine Bestellung aufgeschrieben. Die hat jetzt direkt bezahlt. Ein Hoch auf PayPal. Heißt, ich kann sofort verpacken und verschicken. Es ist nämlich ein Mutter-Tochter-Ketten-Set. Beziehungsweise wollte sie 2 Tochterketten. Und ich finde die ja so, so süß selber. Ich gucke gerade mal, ob ich euch da ein schönes zeigen kann. Die Tochterkette ist verdreht. Ja, auf jeden Fall. Die gehen auch gerade echt weg wie nichts. Das ist der Wahnsinn. Ich habe zum Glück genug auf Vorrat und habe wieder nachbestellt. Ja. Freut mich auf jeden Fall total. Und ich möchte euch demnächst auch verlosen. Es liegt schon hier. Ich habe nämlich die Mutterketten hier und dann noch ein Armband mit Sohn oder Tochter. Ich verlose aber auch die Mutterkette nochmal einzeln, denke ich. Das wird auf jeden Fall demnächst dann in meinem Shop kommen. Ich habe überlegt, ob ich bis Muttertag warte. Also so vorher ein bisschen. Mal gucken. Auf jeden Fall liegt es hier schon eine Weile rum und das habe ich vor, weil ich euch eine Freude machen möchte. Eine kleine Freude. Genau, das packe ich jetzt ein. Ich habe zum Glück noch zwei gestempelte Umschläge. Heißt, ich stempel gleich noch schnell Umschläge. Jo. Ich bin unterwegs. Ich war gerade noch schnell beim Recyclinghof und jetzt geht's ab zum Nagelstudio. Ich freue mich so, so doll.
bin fertig. Ich war jetzt eine Stunde nur da. Ich hätte eigentlich gedacht, es dauert länger. Aber ich bin so glücklich. Ich zeige es euch nachher nochmal genau. Ich muss erstmal Hände waschen irgendwie. Der hat sie mir zwar desinfiziert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss Hände waschen. Ja, ich fahre jetzt zu Vika. Sie hat gesagt, sie ist auch schon fertig. Und dann gehen wir irgendwo irgendwas essen. Ich verhungere nämlich sonst gleich. Jetzt fahre ich, glaube ich, gerade. Ja. Ja, dann freue ich mich jetzt auf die Vika. Dann machen wir noch 2 Stunden circa was. Und dann geht's wieder nach Hause. Wir haben heute so schönes Wetter, da muss ich heute auf jeden Fall mit der Maus auf den Spielplatz oder irgendwas anderes machen. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir raus das Wetter genießen. Ich bin heute auch echt gut gelaunt und Schwangerschaftsbeschwerden. Ich habe zwar Rückenweh, aber ansonsten geht es mir heute relativ gut. Das ist auch nicht immer so. Jetzt gibt es lecker, lecker Essen. Salat und Bruschetta und Brot und Vika. Ich gehe noch schnell zu meiner Mama. Mal schauen, mein Bruder schuldet mir nämlich noch Geld. Guck mal, ob er da ist. Hi. Warst du gerade duschen? Ja, ich muss gleich zur Generalprobe. Oh, Generalprobe. May zeigt mir gerade ihre Sachen. Die haben nämlich bald Meisterschaft, Tanzmeisterschaft morgen. Und zum einen machen sie Kunsthaare dann rein und halt alle gleich. Und Zöpfe und so. Jetzt zeigt sich noch ihre Schuhe. Die kaufen halt immer die Outfits komplett neu. Ja. Dann sehen sie mal alle gleich aus. Und das nehme ich alles mit auf die Fahrt. Soll ich es auch zeigen? Ja. Haben wir hier so Salzbrötchen, dann Waffeln. Dann habe ich hier so Schokobrötchen, dann Salami. Dann so Wolwig, ich hole mir noch später Wasser. Und hier Kaffeesonne. So, jetzt gehe ich wieder. Michi wartet auch schon auf mich. Ihr könnt übrigens gerne mein Schwesterherz abonnieren. Oh. Sie macht auch Videos. Ich setze euch ihren Kanal in die Infobox. Okay. Ja. Wir müssen mal wieder ein Video zusammen drehen. Ja. Schon so lange nicht gemacht. Mhm. Gut, dann gehe ich wieder. Viel Spaß und viel Glück bei der Meisterschaft. Vielen Dank. Viel Spaß bei der Generalprobe. Danke. Zieh dich mal deinen Bauch ein, du hast eh noch nichts an dir. Doch, ich bin dick. Oh ja, so dick. Richtig schlimm. Richtig. Danke. Das ist ein Assi, gell? Tschüss. Ciao. Ein Fail. Super anstrengend, aber so ist es halt, dass man anfangs erstmal hinterher rennen muss. Ja, mal schauen, wie es sich entwickelt. Wir haben noch Zeit. Jetzt sind wir noch auf dem Spielplatz. Ich muss erstmal kurz Pause machen. Und sollen wir schaukeln gehen? In die große Schaukel? Was erst? Wippen. Soll ich noch mal fester? Ja? Guten Morgen, wir haben Samstag. Wir sind gerade schon hier am Frühstücken. Es gibt Holz und Plastik. Guck
mal. Wie ein Messer. Und meine selbstgemachten Sachen, die kommen immer noch sehr, sehr gut an. Hier zum Beispiel Wurst. Schnell. Jetzt bist du weg. Oder die Nudeln. Ja, klar. Das Toast. Ja. Ich finde das so cool und das hält echt, echt lange. Ich setze euch das Video dazu gerne in die Infobox rein, falls ihr Lust habt, da rumzubasteln. Ui, lecker. Naja, auf jeden Fall habe ich gestern gar nicht mehr gefilmt. Es war auch nicht mehr viel. Wir haben dann noch Abend zu Abend gegessen. Und was haben wir noch gemacht? Nicht mehr viel. Auf jeden Fall ist mein Mäuschen dann auch ins Bett. Wir haben noch einen Film geguckt. Ja, können wir machen. Komm, ich spiele Lego. Ich spiele gleich Lego, okay. Ja. Ich habe jetzt aber schon wirklich Hunger langsam. Ja. Aber Papa muss erst trainieren heute. Nee, sie hat schon. Nee, er muss noch und es dauert. Das ist doof. Komm. Ja, ich erzähle schnell fertig. Auf jeden Fall, der Film war dann fertig. Dann ist er auch gerade ins Bett. Hat mir den das ganze Bett vollgebrochen. Erstmal das so. Was willst du? Ein Croissant. Yum, 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 yum. Lecker. ja. Wir machen das auch rein. Aufgeräumt. Dann kam sie zu uns ins Bett. Sind wir halt alle eingeschlafen. Sie hat auch nicht nochmal gebrochen. Und sie ist soweit auch fit, wie man merkt. Aber das ist ganz komisch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sie drauf ist und so. Was wir denn dann heute so machen? Sachen. Noch mehr Sachen? Ja. Das Wetter auf jeden Fall ist wieder richtig toll heute. Mäuschen wollte auch eigentlich in den Kindergarten. Das geht aber nicht. Der ist erstens zu und zweitens müssen wir dich erstmal beobachten. Wo geht er hin? Wissen wir noch nicht, was wir heute machen. Schauen wir mal, okay? Mama hat irgendwie schon Hunger. Jetzt müssen wir auf Papa warten. Der kommt nicht aus dem... Zeig mal, was ist das hier? Ein Papa. Papa. Und das ist Mama. Und eine Mama. Das ist dir. Oh. Und was ist das? Und das ist Sister Melena. Sister Melena. Und das ist Papa. Mhm. Und das ist Mama. Ja, genau. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Mama. Und guck mal, deine. Was meine? Meine Decke? Sie ist runtergefallen. Und meine auch nicht. Ach ja, meine Nägel, die wollte ich euch ja noch genauer zeigen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Komm mir. Machen. Habt ihr bestimmt jetzt schon ein paar Mal gesehen. So sehen sie aus. Und ich liebe sie. Guck mal. Und ihr kleines Bett. Eigentlich dachte ich, dass ich das Video jetzt beende, aber ich glaube, ich nehme euch noch so ein bisschen mit und wird es halt ein bisschen ein längerer Vlog. Mal gucken, es wäre eigentlich ganz praktisch, wenn es ein Mädchen werden würde. Hier, das Blümchen in meinem Bauch. Weil wir noch ein zweites Mädchen da haben. Ein Baby. Das ist ein Baby. Ein Babymädchen. Ja, hier ist das drin. Ja, das wissen wir noch nicht, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Was willst du? Was ich möchte? Mir ist das egal. Ist doch egal, ob ein Mädchen oder ein Junge. Oder was möchtest du haben? Möchtest du einen Bruder oder eine Schwester? Eine Schwester. Ja, jetzt sagt sie wieder was anderes. Im Fragen-Antworten-Video hat sie Bruder gesagt. Du bist ein Quatschkopf, ja? Meine Speicherkarte, die war verloren. Oh mein Gott. Ich hab das verloren. Wo finden wir sie in Milena, ihrem Puzzle? Oh mein Gott. Ja. Das verstehen nur YouTuber. Auf jeden Fall, da sind auch noch Sachen drauf. Irgendwie durch die Kamera hat es mir andere Videodateien von anderen Kameras vorher irgendwie kaputt gemacht. Und ich wollte die noch irgendwie schauen, ob ich es halt wieder hinkriege. Und auf einmal war sie verschwunden. Ich habe da auch noch andere Videodateien drauf. Und bin jetzt mal gespannt und freue mich, dass sie wieder da ist. Ja! Toll. Wir sind jetzt übrigens am Puzzeln. Ja? Ja. Jetzt spielen wir hier noch mit dem Grimms Regenbogen und mit den Zwergen. Ja, der Regenbogen ist bei uns immer noch der Hit. Nicht nur so lange, wie der Hype da war. Lass mal stehen. Ja. Und jetzt? Jetzt machen wir super
spazieren. Jetzt gehen wir spazieren? Ja. Na dann komm weiter. Dann sind wir weg. Papa ist zu Hause. Papa ist zu Hause, ja, der muss lernen. Dann machst du sie weg, nicht? Dann machst du sie nicht weg. Milena hat ja gerade erzählt, dass der Papa zu Hause ist. Wir waren jetzt gerade spazieren, Milena mit ihrem Roller. Ja, Luci muss halt lernen, ne? Und wir wollen aber trotzdem das Wetter ein bisschen genießen. Ist ja klar, den schönen Frühlingsanfang hier. Jetzt fahren wir in den Baumarkt. Und ich möchte mal gucken, ob wir entweder Blumen finden für den Balkon oder halt Samen. Ich weiß nicht, ob wir mit den Samen schon zu spät dran sind. Habe ich keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Und Erde kaufen wir dann. Und dann werden wir bestimmt nachher noch ein bisschen auf dem Balkon rumpflanzen. Letztes Jahr haben wir das im April erst gemacht. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir zu früh dran sind, aber ich habe irgendwie Lust drauf. Und das machen wir jetzt mal, gell, mein Schatz? Ja. Schau mal, hier sind auch schöne. Komm mal her, wir gucken mal uns die hier an. Welche sind schön? Welche Farbe? Lila? Ja. Santa Claus come to town. Santa Claus is coming to town. Ja, alles klar. So, inzwischen sind wir wieder zu Hause. Wir haben Blümchen gefunden übrigens. Die zeige ich euch aber beim nächsten Mal. Die stehen jetzt schon auf dem Balkon. Dann waren wir noch bei meiner Mama, waren dann noch ein bisschen draußen und dann sind wir heimgefahren. Das ist Mäuschen dann eingeschlafen im Auto. Die ruht sich noch ein bisschen aus. Ich habe gerade was gegessen. Und jetzt mache ich mich gleich ans Video schneiden. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle und hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und über euer Feedback. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.